Mein Name ist Falk Osterloh und ich begrüße euch herzlich zur ersten Echtzeit-Lesereise Deutschlands. Die Schauspieler Eva Meyer, Felix Lampe und ich selbst werden in den kommenden 9 Stunden mein Buch »Die Windel fällt immer auf die Butterseite« an 7 Schauplätzen in Prenzlauer Berg vortragen. Wir wollen auf diese Weise die Geschichte an den Orten zum Leben erwecken, an denen sie so und anders jeden Tag gelebt wird. Wenn mir eine Fee 365 Wünsche im Jahr schenken würde, würde ich mir jeden Tag dasselbe wünschen. Den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Stefan sah Cora erwartungsvoll an. Da wird wohl das Richtige dabei gewesen sein. Cora legte den Kopf zur Seite. Ihre Gesichtszüge entspannten sich. Und dann sagte sie es. Ich möchte ein Kind von dir. Musik zitterte durch die linde Landluft. Es war die drittletzte Band des Festivals. Sie spielten traurige Lieder mit traurigen Texten. Liebeskummer in Zeiten der Bankenkrise, Fußpilz im Schwimmbad. Ich hab doch gesagt, ich hab gekotzt und das war bestimmt nicht vom Saufen. Ich hab mich den ganzen Tag schon komisch gefühlt. Du hast einen Schwangerschaftstest dabei? Nee, 2. Das ist ja wohl auch selbstverständlich, sagte Stefan in betont mürrischem Tonfall und reckte mit einer etwas albernen Geste seinen Zeigefinger in die Luft. Schließlich ist er verpflichtet, dich freizustellen, wenn du schwanger bist. Cora kraulte wieder Stefans Haare und sah dabei noch ernster aus. Hättest du denn Lust, mit dem Baby zu Hause zu leben? So, das war jetzt also die Kernfrage dieses Gesprächs. Als Cora um 20.20 Uhr nach Hause kam, saß Stefan vorm Fernseher und sah aus toten Augen, so klingt's bei uns im Arzgebirg, und stopfte noch mehr Schokokekse in sich hinein. Schläft er schon? Fragte Cora, während sie ihren Mantel an die übervolle Garderobe zu hängen versuchte. Schon ist gut. Cora verschwand im Schlafzimmer und Stefan merkte, wie die ziellose Wut in ihm köchelte und er überlegte, ob er noch wach genug war, sie herauszulassen. Doch die bunte Welt der Mittelgebirge berieselte Stefan mit ihrer unbeschwerten und abführenden Leichtigkeit. Wenn Maxi Ahlan so golden lächelte, wer brauchte da noch Streit und Zwietracht auf dieser Welt? Als Cora wieder ins Wohnzimmer kam, stutzte sie für einen Moment. Wolltest du dich noch aufräumen? Schön, 2. Stock, Hinterhaus. Und es summte. Dort saßen 4 Frauen, alle Ende 30. 4 wuselige und vor allem laute Kleinkinder waren um sie herum im Zimmer verteilt. Till verzog augenblicklich die Mundwinkel nach unten und begann zu weinen. Auch Stefan war dem Weinen nah, begnügte sich aber erstmal mit Schwitzen. So viele Kinder, so viel Krach. So ähnlich würde es mit einiger Wahrscheinlichkeit in der Hölle sein. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war die erste Echtzeitlesereise Deutschlands. Vielen Dank.